Hallo, herzlich willkommen zu meinem Apfelwanne-Strick-Podcast. Sie lebt noch. Ja, da bin ich wieder und ich dachte, es wird mal wieder Zeit für ein neues Video. So, Gott, jetzt kann ich mich hinstellen, aber ja. Ich hatte das Ganze auch schon mal aufgenommen und habe euch, glaube ich, 2 Stunden vollgetextet oder so, um dann festzustellen, dass wieder alles unscharf war, also beziehungsweise alles war scharf gestellt, nur ich war wieder unscharf. Oh, da habe ich mich geärgert. Jetzt habe ich mich nochmal ein bisschen schlau gemacht und habe hoffentlich die Einstellung jetzt richtig, dass dann ich dann auch weiterhin scharf bleibe. Ja, ich bin scharf, ne? Nein. Dass die Einstellung weiterhin scharf ist und ihr mich nicht wieder so verschwommen seht. Genau. So, nochmal herzlich willkommen. Ich bin Inga und das hier ist mein kleiner Strick-Podcast und dieses Mal wird es wohl eine recht lange Sendung. Ich glaube, der letzte Podcast, der ist ja auch 4 Monate her. Ich glaube 4 Monate. Und ich sage jedes Mal, ich versuche eine Regelmäßigkeit reinzubringen und ich glaube, das brauche ich nicht mehr sagen, weil das werde ich nicht hinkriegen. Ne, mit meinen beiden Zwergen hier zu Hause und dann war ständig irgendwer krank und einige haben es vielleicht mitbekommen. Ich bin auch wieder schwanger und das hat mich auch so ein bisschen gehandicapt, sag ich mal, und dazu eben Arbeit noch und alles und das war irgendwie alles ein bisschen anstrengend die letzten Monate und von daher hat sich das alles ein bisschen gezogen. Aber jetzt bin ich zu Hause, ich habe Resturlaub und dann gehe ich ab Mitte Dezember in Mutterschutz und von daher hoffe ich, dass ich wieder öfter aufnehmen kann, aber eine Regelmäßigkeit wird es wahrscheinlich weiterhin nicht geben, weil ich das immer gucken, ich muss halt immer gucken, wann kann ich aufnehmen, wann nicht, wann ist hier keiner zu Hause. Jetzt hat mein Freund die nächsten 2 Wochen auch Homeoffice, das heißt, deswegen nehme ich diese Woche schnell auf. Bevor dann auch der nächste Lockdown kommt, ne, habe ich jetzt auch schon wieder gehört. Lockdown ist im Gespräch, oh Gott, dann ist schon wieder, wer weiß, wie lange der schon wieder ist und dann schaffe ich hier auch wieder nichts, also machen wir das lieber jetzt. So, hier geht es jetzt in der nächsten hoffentlich nur Stunde um unheimlich viel Fertiges und das ist noch nicht mal alles, also es ist wirklich nur ein Teil. Oh, ich habe was vergessen. Ach, das hole ich euch später. Vielleicht. Oder ich zeige es beim nächsten Mal. Egal, habe ich nur gerade gesehen. weil Stricken ging tatsächlich die ganze Zeit immer. Also ich habe wirklich jeden Tag gestrickt. Und auch wenn ich mit den Kindern hier irgendwie krank zu Hause war, man hält ja nicht die ganze Zeit die Hand vom Kind irgendwie. Ne? Die sind dann ja irgendwann auch selber beschäftigt. Und meistens, wenn die Kinder nicht in die Kita dürfen, weil sie krank sind, sind sie ja trotzdem fit und können sich beschäftigen. In den meisten Fällen. Und von daher konnte ich dann tagsüber auch ein bisschen stricken, was sehr schön für mich war, weil es mich so ein bisschen runtergeholt hat und entspannt hat. Also das ist wirklich so meine Meditation. So immer, wenn die Kinder irgendwie ausrasten oder ich mich über irgendwas ärgere, dann nochmal 2, 3 rein, 2, 3 rein stricken. Und dann bin ich runtergekommen. Und dadurch habe ich unheimlich viel geschafft. Genau. Ich versuche euch alle Infos in die Infobox wieder zu packen. Da findet ihr auch meinen Ravelry-Shop mit meinen Anleitungen. Ich stelle euch auch noch ein paar neue Anleitungen vor. In der Zeit sind ja ein paar Anleitungen rausgekommen auch. Und und ihr findet mich bei Ravelry und bei Facebook und Instagram unter Apfelwanne. Genau, aber auch das schreibe ich nochmal rein. Der Etsy-Shop ist momentan leer. Ich habe hier ganz viel, ich glaube 20 zugeschnittene Taschen. Ich muss irgendwie wieder unbedingt an die Nähmaschine kommen. Ich habe gestern gerade wieder genäht, aber das war dann eher sowas, das zeige ich euch nachher, fürs Äffchen. Und ich kann auch nicht so lange an der Nähmaschine sitzen, weil das dann immer so am Bauch auch unangenehm ist. Und ja, das ist nämlich schon eine ganz schöne Kugel. Das wird ein kleiner Wikinger übrigens, ne? Also ein Junge diesmal. Freuen sich die Mädels sehr und der Papa auch. Also von daher bin ich mal gespannt. Also wird es demnächst auch ein bisschen Jungsmode hier geben. Was zeige ich euch? Unheimlich viel Fertiges. Ein bisschen was ich auf den Nadeln habe. Ich habe auch ganz viele Bücher, die ich euch zeigen muss und möchte. Teilweise Rezensionsexemplare, die ich gestellt bekommen habe, teilweise Bücher, die ich gekauft habe. Aber die zeige ich euch natürlich nicht alle heute. Viele habt ihr auch schon gesehen. Die mag ich dann auch nicht mehr so im Detail vorstellen, sondern ich werde euch meine Eindrücke dazu kurz sagen. So machen wir das, würde ich sagen. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter rum Kakel, werde ich einfach mal anfangen. Ne? So, wir fangen an mit den fertigen Sachen. Oder mit dem, was ich anhabe, das ist ja auch fertig. Ne? Das ist einmal die Annie Blues for Women. Ihr kennt ja die Bluse, also die Annie Blues von den Kindern. Die Annie Blues for Women habe ich ein bisschen schlichter gemacht, weil, also ich habe zwar Anfragen bekommen, von wegen kann man nicht auch das mit diesem Schößchen auch für Damen machen? Ja, könnte man.
Vielleicht mache ich das auch nochmal, aber irgendwie, ich denke immer, es soll auch was sein, was ich selber tragen würde. So, weil ich eigentlich Anleitungen auch schreibe, so, das, also mein Stil halt. Und mein Stil ist halt schon zwar verspielt, aber eben gerade bei Damen auch eher sportlich, auch wenn ich überhaupt nicht sportlich bin. Aber so der Stil, ist, der Kleidungsstil ist halt sportlich und ja, ein bisschen verspielt. Vielleicht mache ich das irgendwann noch, aber im Moment noch nicht so. Also deswegen ist das erstmal wirklich nur so ein ganz schlichter Pulli mit unten dem Ajourmuster. Ich stehe mal kurz auf. Also hier ist einmal so die Raglanlinie. Und dann habe ich so einen Rollsaum gemacht. Man kann aber auch Bündchen machen, steht in der Anleitung auch drin. So, und dann geht er gerade runter. Und hier ist halt dann das dicke das Ajourmuster. So, den habe ich jetzt gestrickt aus Bohai Garn, also aus der Exmoor Socks von Elke Bohai gefärbt, und das waren 4 Stränge. Den unteren braunen habe ich natürlich nicht ganz verbraucht, aber also ich habe jetzt den oberen habe ich nicht gefadet, den habe ich direkt hier unten habe ich mal ein bisschen versucht zu faden. Man kann ja mal ausprobieren. Es ist zwar nicht einheitlich jetzt, und aber ich mag das so. Mir ist das ja völlig wurscht. Ich ziehe auch 2 verschiedene Socken an. Also mir ist das völlig egal, ne? Und ich mag das halt so. Ich ziehe den unheimlich gerne an. Den habe ich auch wegen, also auch trotz des Bauches nicht verändert. Ich habe einfach eine Nummer größer gestrickt und also an alle Schwangeren, sag ich mal, die sich nicht wirklich trauen zu stricken während der Schwangerschaft. Strickware wächst unheimlich mit. Also man kann theoretisch seine eigene Größe weiter stricken. Das habe ich bei diesem Exemplar hier auch gemacht. Achso, das hier ist übrigens die Version mit dem schmalen Ausschnitt. Ich habe 2 Ausschnittversionen drin, weil ja jeder das anders mag. Einmal weit und einmal schmal. Das ist die Version mit dem weiten Ausschnitt. Ja, mag ich auch sehr. Hier habe ich ein bisschen kürzere Arme gemacht, so mehr so 7/8 Arme. Und das ist aus der BC Garn Bio Balance. Das war auch eine Kooperation. Das Garn habe ich gestellt bekommen für den Teststrick. Und das habe ich in meiner normalen, also den habe ich in meiner normalen Größe gestrickt. Und der passt immer noch. Er ist natürlich eng anliegend, ist klar, durch die Kugel, aber ich ziehe ihn immer noch an und er passt auch immer noch. Und dadurch, dass ja so Umstandsleggings sowieso einmal so über den Bauchschwupp rübergehen, ist das auch trotzdem alles warm eingepackt, auch wenn, also man läuft da ja nicht bauchfrei mit rum, ne? Da zeige ich euch nochmal ein Foto, das blende ich euch nochmal ein, von beiden Pullovern, also einmal von diesem hier und den hier werde ich euch vorher schon eingeblendet haben wahrscheinlich und genau. Und das hier ist halt genau die Bio Balance. Die verstricke ich unheimlich gerne im Moment, weil das halt so eine Baumwoll-Wollmischung ist. Ich meine 45 Baumwolle, 55 Merino. Und dadurch hat man halt so dieses Melierte, das finde ich halt auch sehr schön. Das ist die Farbe 16, meine ich. Das ist so ein Sonnengelb. Oh, ich finde das so schön, ne? Ich habe sogar noch was über. Das Geile ist eben, dass die Bio Balance wirklich so eine grandiose Lauflänge hat, ne? Also man kommt wirklich so mega gut mit dieser Wolle hin. Also ich habe die noch in ganz vielen Farben, da weil ich die auch für die Kinder so gerne verstricke. Die hat nämlich auf 50 Gramm 225 Meter, ne? Also es ist halt so ein, die ist angesetzt mit einer Maschenprobe von 25. Ich stricke dann mit 3 oder 3,5 und ich komme meistens so auf 24 oder auf 23 Maschen. Also ist ja dann Sportswear, ne, würde ich sagen. Genau, und sie ist halt recht günstig. Sie kostet, glaube ich, nur 6,90 oder so, 50 Gramm. Und man braucht halt echt nicht viel, ne. Also ich habe die, ja, ich zeige euch nachher noch ein Teil, was ich aus dieser Wolle gestrickt habe. Und ich habe von der halt noch ganz viele Farben da, weil ich die halt zwischendurch immer mal wieder für die Kinder verstricke. Weil sie halt alleine durch den Baumwollanteil super ein ganzjähriges Garn ist einfach. Ne? Viele mögen das Maschenbild nicht unbedingt oder mögen sie nicht gerne verstricken. Das kann ich verstehen. Die ist tatsächlich gewöhnungsbedürftig beim Stricken, aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat und die richtige Nadel nutzt, dann macht es unheimlich Spaß. Also ich habe verschiedene Nadeln ausprobiert und die lässt sich bei mir am besten verstricken mit den
Olivenholznadeln, weil die halt recht spitz sind. Und da gehen die Maschen auch gut rüber. Also ich denke, da muss man halt immer, das denke ich allgemein bei unterschiedlichem Garn immer, wenn sich was nicht so schön verstricken lässt, dann muss man immer mal eine andere Nadel ausprobieren, weil manchmal ist Metall angenehmer, ne, je nach Garn, manchmal ist Holz angenehmer oder auch ein unterschiedliches Holz, manchmal ist eine andere Spitze angenehmer. Also da muss man sich manchmal so ein bisschen hintesten einfach. Deswegen habe ich auch so viele verschiedene Nadeln, ich habe so unheimlich viele Nadeln, ne. Aber ich verbrenne auch so einen Nadeltick, genauso wie so ein Büchertick. Ich muss immer alles ausprobieren, verschiedene und ja. So ist das. Also ich rausche heute wieder recht schnell durch, einfach damit der Podcast nicht so lange dauert, also nicht wundern. Aber ich habe gehört, man kann das langsamer stellen. Also wenn ich zu schnell rede, sollte das irgendwie zu regulieren sein. So, ich schmeiße die fertigen Sachen zur Seite. Genau, Annie Blues for Women. Ich habe noch eine. Weil es ist ja nicht so, dass ich nur meine Teststricker stricken lasse. Ne? Ich stricke auch selber ganz viel mit. Und auch mehrere Teile, meistens nicht immer nur eins, sondern weil ich halt dann auch, wenn ich was neu berechne, wenn ich die Anleitung überarbeite, dann auch nochmal gucken möchte, selber auch einfach nochmal gucken möchte, wie sitzt es dann nochmal bei mir selber auch. Ne? Ich habe noch eine Kurzarm Annie Blues gestrickt. Na, ist ein bisschen. Also es ist natürlich, ich habe das alles schon zigmal getragen, ne? Deswegen ist das natürlich alles nicht mehr so glatt und neu. Aber ihr kennt das ja, ne? Die Kindersachen haben ja auch mal Flecken bei mir, ne? Also so ist das ja nicht. Und das ist auch ein BC-Garn. Das ist der schmale Aufschnitt auch. Sieht ein bisschen weiter aus jetzt, ne? Aber es ist auch der schmale. Das ist die Summer in Kashmir von BC-Garn. Auch die wurde mir von Soulwool zur Verfügung gestellt für diesen Teststrick. Und das ist halt ein Baumwollgarn. Das hat 90% Baumwolle und 10% Kaschmir. Die lässt sich tatsächlich auch richtig, richtig gut verstricken, auch angenehm tragen. Aber dadurch, dass da der Baumwollanteil so hoch ist, fällt das Ding natürlich ein bisschen enger aus. Und es ist natürlich nicht so elastisch, als wenn ich jetzt hier normale Wolle habe. Ne? Also das sollte man dann, also man kann die auch super nehmen für diese Anleitung. Das kommt von der Maschenprobe auch hin, wenn man die Nadelstärke anpasst, je nachdem, wie fest man strickt. Aber man sollte dann schon berücksichtigen, dass es eben nicht so elastisch ist wie eine Merino-Wolle, sondern schon so ein bisschen eng anliegender ist. Und wenn man es dann gerne leger mag, dann, aber das habe ich in der Anleitung auch immer drin stehen, ne? Auf was für ein Garn diese Anleitung ausgelegt ist. Und wenn man halt ein unelastisches möchte, muss man halt so ein bisschen die Größe anpassen. Genau, aber auch den trage ich im Sommer unheimlich gerne. Oder auch jetzt mit Strickjacke drüber, also richtig gut. Ich trage im Moment sowieso am liebsten gestricktes irgendwie. Oder eben Tanktop und dann Cardigan drüber. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich so schnell eingesperrt momentan. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin so aufgedunsen. So überall. Und ja, deswegen muss das immer alles irgendwie so bequem sein. Am liebsten den ganzen Tag nur Leggings, gestrickte Socken drüber und irgendwie ein Wollpullover oder ein Cardigan oder so. Und dann fühle ich mich zu Hause. So, ich muss mal schon trinken, Moment. Ja, Kaffee geht, auch in der Schwangerschaft, ne? Jetzt sagen wahrscheinlich ganz viele, nee, doch, einer oder zwei geben. Habe ich in beiden Schwangerschaften gemacht und beide Kinder sind wohl auf. Aber übertreiben sollte man es tatsächlich nicht, ne? Man merkt es dann ja auch selber, wenn man zu viel Kaffee trinkt oder so, dass man dann so innerlich auch so unruhig wird. Und deswegen, ich trinke meistens so einen am Tag und dann am Rest des Tages, den Rest des Tages Wasser und Tee. Und dann passt das schon manchmal auch zwei Kaffee, aber nicht so oft. Genau, dann kommen wir jetzt einmal zu den nächsten fertigen Teilen. Genau, also auch die Annie Blues for Women findet ihr bei mir im Ravelry Shop. Machen wir erstmal hier. Hier habe ich noch einmal ein bisschen was gestrickt für meine Große. Die zieht es leider nicht so oft ab. Ne? Das habe ich euch ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass die Große immer so, das kratzt und mag nicht anziehen. Und das Einzige, was sie halt anzieht, sind so Stulpen und Mützen. Aber neuerdings tatsächlich auch ein bisschen, also nicht so oft wie die Kleine. Die Kleine liebt das, die Große ist da eher so, aber ab und zu zieht sie es an. Die wird am liebsten den ganzen Tag nackig rumlaufen, glaube ich. Also am liebsten gar nichts an. Und im tiefsten Winter am besten barfuß, kurze Hose, T-Shirt und ja. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, ich so, da, komm, dann stricke ich dir Strickjacken, dann kannst du ne, T-Shirt runterziehen und im Kindergarten, wenn es warm ist, kannst du die Jacke ausziehen und wenn du rausgehst, ziehst du wieder an. Und ja, naja. Hier habe ich ja auf jeden Fall eine abgewandelte Adler-Kufte gestrickt, kurzärmlich, weil die Wolle nicht gereicht hat. Eigentlich sollte das ein Langarm-Cardigan werden, aber die Wolle hat nicht gereicht.
Schade. Und ich finde die Farbe so schön, ne? Das ist die Sandnes Ganduo. Und das ist ja auch ein Baumwollgemisch, ne? Ich glaube, die hat auch die gleiche Zusammensetzung wie die BC Gambio Balance. Also die ist nur dicker. Also das ist ein Decay Rate. Die hat eine angesetzte Maschenprobe von 22 Maschen. Und ich komme da auch auf so zwischen 20, 22. Also ich muss zumindest umrechnen bei der Edler Kufte. Aber auch die hat eben so dieses Melierte hier drin. Das finde ich total schön. Fahre ich ja voll drauf ab. Das hat man ja so bei diesen semi-solid gefärbten, handgefärbten Garn ja auch. Ist mir schon wieder unscharf hier, ne? Na, ich hoffe aber, die Einstellung ist besser diesmal, glaube ich. Also ich habe da mir so YouTube-Videos angeguckt, wie man das richtig einstellt. Das habe ich die ganzen letzten Monate falsch gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich bin völlig bescheuert. Ja, man muss sich auch mal anders schlau machen, ne? Und jetzt habe ich hier den Autofokus auf Gesichtserkennung. Und jetzt sollte das hoffentlich hinhauen. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall ist die ganze Zeit so ein Dreieck auf meinem Gesicht. Und das verfolgt mich. Und von daher, glaube ich, ist das alles gut so. Naja, weiter im Text, ne? Das ist eine Dauerwerbesendung. Oh Gott, ich vergesse wieder alles. Es ist eine Dauerwerbesendung, aber das sollte eigentlich auch schon da stehen, glaube ich. Ich bewerbe meine eigenen Anleitungen. Ich benenne Wollhersteller. Eventuell, wenn ich es nicht vergesse, auch Nadelhersteller. Ich zeige euch Bücher. Es ist eine unbezahlte Werbung, teilweise eine bezahlte Werbung. Dann sage ich euch das, so wie jetzt bei den gestellten Garn, die mir zur Verfügung gestellt wurden. Dafür bekomme ich kein Geld, aber ich habe das Garn zur Verfügung gestellt bekommen. Genau, werde ich dann immer alles extra sagen. So, und die habe ich halt umgewandelt. Ich habe auch hier unten die Rüsche anders. Ich habe hier praktisch komplett einmal zugenommen, aber nur in jeder dritten Masche. Dass das halt wirklich nur so eine ganz leichte Rüsche ist. Und aber normalerweise ist ja entweder die A-Linie oder nur hinten die Rüsche dran. Und das ist jetzt so eine Mischung aus der Edler-Kufte und der Edler-Kufte-Lückendien, bloß ohne I-Cord hier, ne? Also ich habe hier wirklich nur durch KFB jede dritte Masche zugenommen. Weil ich halt gucken musste, wie das Garn hinhaut. Aber ich finde, auch das ist sehr süß geworden. Und die kann man halt super über so ein Langarm-Shirt tragen. Das macht sie zwischendurch auch. Und natürlich wieder nur diese drei Knöpfe hier oben. Das mag ich halt auch sehr, weil das dann eben immer super automatisch in A-Linie fällt, ne? Genau, das war die. Ups. So, dann kommt das nächste. Was war das? Aha, kriege hier die ganzen Push-Ups wieder auf meinem Handy. Dann ist ja die Eske-Kufte rausgekommen. Das war ja so meine erste Anleitung, die eben auch für Jungs geht. Denn ich bekomme ja jetzt auch einen Jungen. Das heißt, ich kann auch an einem, ich habe so ein kleines Opfer, das herhalten muss als Passform-Model. Und ja, der kriegt natürlich dann auch ganz viel Gestricktes. Oh, hier ist natürlich jetzt schon wieder ein Knopf abgefallen, natürlich. So, und da habe ich die Eske-Kufte, die habe ich euch ja im letzten Podcast schon gezeigt aus der Lana Grossa. Aus das war so ein braun-grau, ne? Fürs Äffchen. Und jetzt habe ich noch mehr gestrickt. Einmal, hier ist ein Knopf abgefallen, ne? Toll, muss ich nochmal wieder annähen. Aber das ist das Exemplar für meine Große. Das zieht sie zwischendurch tatsächlich auch an. Ne? Hier den Streifen einmal komplett drüber. Diesen aus dem... nennen sie ja immer liebevoll Adidas Streifen. Und hier ist der Kragen. Den habe ich ein bisschen länger gestrickt, der ist eine Anleitung kürzer. Aber ich fand das mal ganz schön. Die ganz schlichte Raglan-Linie. Und unterm Arm, also hier an der Seite, ist dann auch nochmal das Kraus-Rechts-Muster. Damit halt das Glatt rechts nicht so langweilig wird. Na, jetzt geht gleich die Kamera aus. Ich mache mal einmal außen wieder an. Moment. So. Da bin ich wieder. Muss ich einmal entgegenwirken. So, und die zieht sie tatsächlich zwischendurch an. Das ist eine Größe, was habe ich hier gestrickt? 134, meine ich. Genau. Gefällt mir auch richtig gut. Und es freut mich natürlich, dass sie die zwischendurch anzieht. Aber die muss ich jetzt erstmal nochmal wieder heil machen. Ich habe, die ist auch aus der Bio-Balance. Farbe. Weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Aber sie ist unheimlich geil. Also es ist so eine Mischung aus Korall und Himbeer, würde ich sagen. Also es kommt jetzt hier nur so halbwegs gut rüber. Ja, durch das Licht ist das ein bisschen verfälscht. Das ist nicht so knallig, es ist ein bisschen weicher. Aber ich blende euch auch nochmal ein Tragebild ein. Genau, da kommt die Farbe dann ein bisschen besser rüber, denke ich. Genau, das ist die. Und auch die Eske-Kufte kriegt ihr bei mir im Shop jetzt schon. Die ist schon eine ganze Weile draußen.
Genau. Ihr findet auch tolle Designbeispiele natürlich immer. Ich habe die immer in den Shop mit eingepflegt, damit man sich da ein Bild machen kann. Wie unterschiedlich und vor allen Dingen, wie auch das unterschiedliche Garn sich immer auswirkt und so. Das finde ich auch mal sehr interessant. So, das war die. Und ich habe natürlich noch eine, Moment, die liegt hier hinter. Eine Mini-Version für den kleinen Wikinger gestrickt. Da fehlen aber noch die Knöpfe. Das ist so süß. Das ist eine Größe 56. Mit so kurzen Ärmelchen. Da habe ich allerdings die Streifen weggelassen. Also ich habe den wirklich nur ganz schlicht mit dem Kragen. Ne? Und vielleicht den nochmal auf den Bügel machen. Sieht man das besser, ne? Genau. So. Na, hier unten das Muster wieder aufgefangen im Bündchen auch. Na, hier ist er halt dann in der richtigen Länge. Das die schlichte Raglanlinie. Und da kommen dann noch die Knöpfe ran. Und das ist eine Wolle, Merino-Wolle von Wolle Rödel. Ich glaube, das ist die Sienna gewesen. Aber. Nee, ich glaube, die Sienna gibt es gar nicht mehr, ne? Habe ich hier nicht noch auch eine von Wolle Rödel drin, die genauso hieß? Moment. Nee, Wolle Rödel, aber so ein richtig geiles, so ein Rauch-Blau-Grau, würde ich sagen. Und ich habe so schöne Jungstoffe gefunden, ja, bei Stoff und Stil und bei Polygrün auch. Und das kann man dann so richtig geil kombinieren auch. Ja, da freue ich mich auch schon aufs Nähen. Also ich habe auch alte Stoffe noch wieder rausgesucht, die auch für Jungs gehen und so. Ich hoffe, dass ich dann länger am PC sitze, PC und Rechner, nein, an der Nähmaschine sitzen kann. Dass ich einfach auch mal wieder ein bisschen länger nähen kann. Weil gestern habe ich gemerkt, habe ich eine Hose und ein Shirt für meine Kleine genäht. Und danach konnte ich dann auch nicht mehr so sitzen. Also da war ich dann auch froh, dass ich fertig war. Ja, die Sachen zeige ich euch auch noch. Genau, das war die. Finde ich auch sehr schön. Und die ist halt, die Mini-Sachen sind halt auch so schön gestrickt, ne? Die sind halt so, ach, das macht so Spaß, ne? Ich habe auch schon Wolle liegen. Ich habe schon extra Wolle für den kleinen Wikinger gekauft. Ja, da freue ich mich auch schon drdrauf. Aber erstmal bei den aktuellen Teststricks, erstmal für die Models, die ich schon da habe. Da zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen was. Und dann, so kurz vor Geburt, fange ich dann an, noch ein paar Babysachen zu machen. So, das war... Die S-gekufte, genau. Auch die findet ihr, wie gesagt, im Shop. Ich verlinke euch das natürlich alles, ne? Eigenwerbung. So, und dann ist noch eine Anleitung rausgekommen. So ist es ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich hier nur faul rumsitze oder so. Also ich bin schon auch so ein bisschen dabei, ne? Und es macht unheimlich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so ein Teststrick, der nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Es ist viel Arbeit und ich habe ja nebenbei nun auch die ganze Zeit in meinem Hauptberuf noch gearbeitet. Und habe die Kinder zwischendurch ständig zu Hause gehabt. Ne? Dann hat die eine gespuckt, dann hatte die andere Durchfall, dann ging Magen-Darm allgemein rum. Dann haben die geschnieft, dann weiß ich nicht. Hat meine Große gelogen, weil sie unbedingt früher nach Hause wollte. Hatte gar nichts, dann habe ich wieder nichts geschafft. Ne? Ich so, oh, super. Naja, aber es ist noch eine Anleitung fertig geworden. Und das ist halt was, was auch super gut zu Weihnachten geht. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich die Zeit habe. Vielleicht stricke ich auch noch mal eine zu Weihnachten. Für jemanden, weil die halt auch so Spaß machen. Das sind einmal die Kornhanska. Ja, da sieht man dann hier so ein richtig schönes Ehrenmuster. Und dann hier, na, so eine Porte. Die geht hier auch runter. Also, oh, hier. Und oh, ich mag die, ne? Ich liebe ja auch so Stulpen. Ich brauche immer meine Finger frei. Gerade im Büro kriege ich immer kalte Hände, weil die halt immer so auf, die liegen ja halt auf der Tastatur oder auf der Maus und dann kriegt man halt einfach, weil man das nicht so bewegt, kalte Hände. Aber sobald ich Stulpen anhabe, ist es besser, ne? Weil die Pulsadern warm sind, das ist halt total schön. Als ich die bei Facebook in der Strickgruppe gepostet habe, da waren ja ganz viele Ärzte unterwegs, ne? Das ist ja immer herrlich, was man da für Kommentare bekommt. Ich wollte eigentlich nur meine Stulpen zeigen. Und habe dann drüber geschrieben, ich kriege im Büro immer kalte Hände, weil ich dachte, das geht jedem so. Ne? Und da kamen dann gleich ganz kluge Ratschläge. Ich solle mal zum Arzt gehen und vielleicht hätte ich Durchblutungsstörungen und weiß ich auch nicht. Was ich mir da alles anhören durfte, wo ich gedacht habe,
Ich wollte gar keine Diagnose. Ich wollte eigentlich nur meine Strümpfe zeigen. Die sind doch voll schön, oder nicht? Aber ich brauche eine ärztliche Diagnose jetzt. Ich bin hier, ich habe Durchblutungsstörung. Gut, nein, habe ich nicht. Es ist halt, wenn man die Hand nicht bewegt, aber egal. So, die habe ich gestrickt aus der Schachenmeier Premium Yak. Auch von der Premium Yak habe ich, glaube ich, fast alle Farben hier, weil ich auch diese Wolle einfach so unheimlich geil finde, genauso wie die Premium Silk. Die Bambu habe ich noch nicht verstrickt. Was gibt es noch? Die Alpaka habe ich auch verstrickt, die finde ich auch total schön. Da gibt es noch nicht so schöne Farben, finde ich. Und welche gibt es noch? Kaschmir gibt es jetzt, glaube ich, auch noch. Ne? Die habe ich auch noch nicht verstrickt, das muss ich auch noch mal ausprobieren. Aber von der Premium Yak bin ich halt unheimlich begeistert, weil auch die so ein bisschen leicht meliert ist. Und diese Farbe ist halt auch so geil, ne? Das ist... ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es gibt nicht so viel Gelb von der Premium Yak. Also da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Aber da habe ich auch echt, da muss ich noch mehr... Da kann man ja auch geile Socken draus stricken oder auch Mützen oder was weiß ich. Man kann die eben auch super doppelt nehmen, ne? Und dann dickere oder für schnellere Ergebnisse so, ne? Naja, auf jeden Fall. Das war mein erstes Paar. Und dann habe ich noch eins gestrickt und die sind unterschiedlich geworden, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm, das war auch Absicht, weil ich gucken wollte, was mir besser gefällt. Und wenn ich was für mich stricke, dann muss es nicht immer perfekt sein, also zumindest nicht, wenn ich meine eigenen Anleitungen stricke, weil ich ja einfach auch oft testen möchte, gucken möchte, was gefällt mir besser und dann ist es halt auch nicht immer gleich. So, ich habe noch diese beiden gestrickt und ihr seht oben, ne, hier ist das Bündchen länger. Hier ist es kürzer und dafür das Muster länger. Aber insgesamt sind die gleich lang. Ich wollte einfach nur gucken, was sieht besser aus. Und ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube das. Ja. So, und die habe ich gestrickt auch aus der Exmoor Sock von Elke Bohai gefärbt. Die hat sie mir mal so mit reingepackt ins Paket. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich hatte nämlich, als ich diese Wolle bestellt habe, das sind immer so 4 Stränge gewesen. Diese so Sets, die sie hat, und das waren halt alles Farben, die mir so mega gefallen haben. Und ich glaube, ich habe in 2 Wochen 2-mal ein Set bei ihr bestellt. Und da hat sie mir dann hier diese noch mit reingepackt. Fand ich unheimlich schön. Vielen Dank nochmal, Eike. 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 Oh. Elke, nicht Eike. Elke, boah. Ja, genau. Oh Gott, ich bin aber auch so ein Paddel, ne? Naja. Das, wer mich kennt, der kennt es auch nicht anders, ne? So. Genau. Auch die trage ich unheimlich gerne. Ich wechsle dann immer so ein bisschen hin und her, je nachdem, was man auch gerade anhat. Oder auch bei mir ist es auch oft, ganz oft erstimmungsbedingt, auf welche Farbe ich irgendwie morgens Bock habe. Ja. Und bei der Anleitung ist es so, dass die wieder recht lang ist natürlich. Meine Anleitungen sind ja meistens recht lang. Aber sie ist eben wieder sehr anfängertauglich geschrieben. Also meine Anleitungen sind immer anfängertauglich. Ich habe auch mit Absicht immer frische Anfänger dabei. Deswegen hole ich auch meistens immer noch ein paar neue Anfänger dazu, weil die Anfänger, sag ich mal, die damals bei der Anna Bonnet Anfänger waren, sind inzwischen keine richtigen Anfänger mehr. Ne? Die wissen, wie meine Anleitungen funktionieren und sind einfach mitgewachsen und können einfach jetzt viel mehr, ne? Was ja toll ist. Und das ist für mich einfach auch eine unheimlich tolle Beobachtung von dieser Entwicklung. Aber deswegen habe ich halt immer noch gerne noch so ein paar frische Anfänger dabei, weil die einfach nochmal Sachen sehen, die andere erfahrenere Stricker nicht sehen. Oder Sachen nicht verstehen, die für andere selbstverständlich sind. Und ja, deswegen ist sie wieder sehr anfängertauglich. Ich habe wieder einen, beziehungsweise 3 Charts sogar drin. Also dieses Muster in 3 verschiedenen Größen. Also die Anleitung insgesamt hat 5 Größen. Es geht von Kleinkind bis zur Herrengröße. Was die Umfänge angeht, vom Arm. Aber dadurch, dass man natürlich entsprechend unterschiedliche Maschen dann auf der Nadel hat, musste natürlich auch das Muster angepasst werden. Das heißt, ich habe 3 verschiedene Charts, je nachdem, welche Größe man strickt. Es gibt auch wieder eine Textanleitung, weil es ist ja, manche stricken lieber nach Chart, manche lieber, was wird hier rumgebohrt? Es tut mir leid, wir haben hier wieder irgendwo eine Baustelle und das Haus ist so hellhörig, dass man wirklich alles hört. Also wirklich alles. Ich höre auch, wenn die oben baden gehen oder wenn die sich lieb haben oder so. Ich höre wirklich alles. Also das ist ja nicht so schön immer, ne? Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Ich hoffe, es nervt euch nicht so, weil diese Baustelle wird die nächsten Wochen wahrscheinlich noch weitergehen und ich möchte einfach endlich diesen Podcast auch aufnehmen. Genau. Wo war ich denn jetzt? Genau. Chart, Textanleitung
Und ihr könnt die Länge individuell gestalten. Ne? Das heißt, ihr könnt gucken, ob ihr hier die Finger halt gerne mehr frei habt oder mehr bedeckt. Das könnt ihr alles individuell anpassen. Das habe ich auch beschrieben, wie das funktioniert. So, das war das. Auch die findet ihr in meinem Shop. Oh, ich war fleißig, oder? Und ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch mehr gestrickt. So, was haben wir hier noch? So. So. Dann ist mir eigentlich was ganz Tolles passiert. Ich trinke nochmal einen Schluck. Einen Moment. Beziehungsweise hat sich mir eine ganz tolle Chance eröffnet. Ich hatte ja jetzt schon einmal diese Kooperation mit PC Garn, so, dass sie mir das Garn zur Verfügung gestellt haben. Und damals war schon im Gespräch, dass ich für die eine Kollektion mache. Eine bezahlte Kollektion, dass ich praktisch Anleitung für BC-Garn schreibe, für ein bestimmtes Garn und dann einen bestimmten Zeitraum Zeit habe. Und das war, weil ich eben auch noch gearbeitet habe und alles, war mir das zu viel. Das war mir zu viel Druck. Ich hatte da Angst vor und habe gedacht, wenn ich das nicht schaffe, und ich wollte einfach diesen Druck nicht haben. Oh, könnt ihr mal hämmern oder so? Also ich denke auch mal, ne, wenn jemand, weißt du, das deswegen, glaube ich, werden auch Männer Handwerker, wenn die dann so eine Bohrmaschine in der Hand haben und da wie bekloppt bohren können, ich glaube, das ist für die auch irgendwie so eine Aggressionstherapie oder so. Die gehen da immer voll bei ab, ne? Das ist ja für die so Spielzeug. Der hört überhaupt nicht auf zu bohren. Der muss irgendwann mal fertig sein. Man bohrt doch hier nicht eine Stunde ein Loch in eine Wand. Sowas, naja. Auf jeden Fall. Oh, das bringt mich nicht ganz raus, ne? aber wie gesagt, das wird hier den ganzen Tag so weitergehen, leider. Ich hoffe, es stört euch nicht. Oh, bitte, bitte. naja, auf jeden Fall war ich jetzt auch da bei Britta Kremke und habe mit ihr direkt gesprochen. Sie hat ein bisschen was von ihrem Unternehmen erzählt, was ich total, sie ist auch sehr sympathisch und sie hat mir das Unternehmen gezeigt. Das ist ja ein, Soul Wool ist ja, also Kremke Garn ist ja ein Großhandel und die haben BC Garn aufgekauft, genauso wie Erica Knight, und die vertreiben eben auch Shibui und Coconuts und was haben sie noch, Manus del Uruguay. Aber die vertreiben sie, glaube ich, hier nur, das weiß ich nicht genau. Und ja, und die machen halt oft Kooperationen mit verschiedenen Designern. Wenn sie halt neue Garne rausbringen oder wenn sie halt einfach noch Beispiele für bestimmte Garne brauchen. Und jetzt ist es eben so, dass ich für das BC-Garn Similar Gods eine Kollektion entwerfe, bestehend aus vielen verschiedenen Teilen. So. Und da bekomme ich dann später irgendwann auch Geld für, wenn das dann fertig ist. Aber jetzt erstmal bringe ich die praktisch ganz normal raus. Das läuft weiter wie bisher. Ich mache ganz normal Teststricks und ja, dann wird es die auch schon zu kaufen geben bei mir. Und BC-Garn bzw. Soulwool bekommt die Anleitung aber auch. Und die würden das dann später zum Herbst, weil das eine Herbstkollektion wird, dann drucken. So, mit meinen Bildern. Da freue ich mich sehr drüber. Oh, das ist. Ich hoffe, ich kriege ein Exemplar. Da bin ich ganz aufgeregt. Auf jeden Fall wird es auch eine Kollektion für Kinder. Und es wird aber auch zwei Damenteile geben. Und eben auch ein Babyset. Und es wird überwiegend eben diese Korn-Kollektion sein, mit diesem Ehrenmuster. Und den Start macht jetzt der Korngänser. Der ist auch schon im Teststrick und ich habe aber schon vorweg drei Stück gestrickt. Nicht aus BC-Garn. Also die habe ich aus anderem Garn gestrickt. Ich habe jetzt einen aus BC-Garn auf der Nadel, weil die Anleitung natürlich dann auch für dieses Garn geschrieben ist. Wurde von mir. Aber ich habe ja schon vor 2 Monaten angefangen, diese Pullover zu stricken, verschiedene Garne zu testen, um zu gucken, was mir am besten gefällt. Das war das allererste Exemplar und da habe ich noch diese Raglan-Linie aus der Annie Blues und in der Mitte das Ehrenmuster und ich habe hier eine andere Borte noch, die ist jetzt anders. Und ich habe hier einen Rollsaum, weil ich einfach mal testen wollte. Auch der gefällt mir eigentlich ganz gut, aber der ist mir zu feminin und ich wollte halt ganz gerne, dass der auch jungstauglich wird. Deswegen habe ich hier halt in der aktuellen Anleitung den Rollsaum nicht drin und ich habe diese Raglan-Linie ganz schlicht gemacht, das zeige ich euch gleich. Aber so für Mädchen geht der eben super. Ne? Aber für den an sich gibt es so keine Anleitung, weil das halt mein erstes, mein Prototyp war.
Den habe ich gestrickt aus der Cool Wool, Alana Grossa Cool Wool. Das ist ja auch eins meiner favorisierten Garne, weil das einfach wirklich so ein Ganzjahresgarn ist, das immer geht, auch von der Maschenprobe her, eigentlich irgendwie immer genau richtig ist. Ne? Also das mag ich sehr. Und die ist halt auch so schön weich. Ne? Also ich mag die auch unheimlich gerne verstricken. Oh, Schnappatmung, Entschuldigung, ich rede zu schnell. So, genau. Auch da blende ich euch natürlich wieder ein Tragebild ein. Ne? Genau. Der geht halt auch immer. Und den kann auch mein Wikinger später tragen. Also ich ziehe dem auch den mit der Butter. Also mit der, das kratzt mich glaube ich nicht. Also von der Farbe her finde ich, geht das auch für Jungs. Ne? Aber wie gesagt, die Anleitung habe ich jetzt ein bisschen schlichter gehalten. So, genau. Hier kommt jetzt praktisch die Version. Die einige kennen die schon, weil ich damit auch den Aufruf bei Instagram gemacht habe. Ne? Das ist dieser hier. Und so ist er jetzt auch in der Anleitung. Ne? Hier ist nur der Ausschnitt noch sehr weit. Ja, das sieht man auch auf dem Bild im Aufruf, da sieht man das Unterhemd so ein bisschen raus. Also das ist halt noch ein sehr weiter Ausschnitt. Genau, hier sind die Ärmelchen. Hier habe ich aber schon die schlichte Linie, die Raglan-Linie. Und hier habe ich auch schon die richtige Borte drin. Zwei rechts, zwei Linksbündchen. Und das ist die Schachmeier Merino 120. Ich glaube, die Farbe heißt Rosenquarz. Hallo. Ja, Autofokus, hallo. Mich ins Visier nehmen, bitte. Gesichtserkennung, ja, genau. Ich glaube, Rosenquarz. Die habe ich gestellt bekommen, zur Verfügung gestellt bekommen von Stoffe Hemmers. Die wollen nämlich ein bisschen ihre Strickabteilung so ein bisschen auf Vordermann bringen, so ein bisschen in den Fokus holen auch. Die sind ja eigentlich sehr auf Stoffe spezialisiert und ja, mit denen hatte ich halt vor längerer Zeit eine kleine Kooperation. Da habe ich ein paar Stoffe gekriegt zum Vernähen, die habe ich größtenteils auch schon vernäht und dann kam hier Lockdown und alles und dann, ja, ein Teil habe ich da noch zugeschnitten. Das ist aber ein Sommerteil, also das hat dann doch noch Zeit. Teilweise habe ich die Sachen aber schon verstrickt und vernäht und ja, das war halt noch über. Da blende ich euch auch wieder ein Tragebild ein. Ich habe auch noch eine Mütze aus dieser Wolle dazu gestrickt. Das ist auch erstmal nur ein Prototyp. Aber im Teststrick haben jetzt ganz viele Kinder der Teststrickerin gesagt, sie wollen diese Mütze auch haben. Das heißt, da werde ich wohl die auch noch machen. Aber ich kann halt nur eins nach dem anderen. Ne? Es ist halt immer, also mein Kopf funktioniert sehr chaotisch. Also ich stricke eine Idee und beim Stricken habe ich schon wieder neue Ideen. Ne? Und ich habe jetzt sogar angefangen, die auch aufzuzeichnen, weil ich das sonst einfach wieder vergesse. In einem Skizzenbuch. Aber ich habe dann auch so diesen Drang, dass ich das sofort anschlagen muss. Ne? Ich muss sofort eine Wolle suchen und das anschlagen. Das ist wie so ein, das ist total krass. Und da habe ich immer so 1000 Sachen auf den Nadeln. Aber ich kann halt auch nur einen Teststrick und eine Anleitung so zur Zeit machen. Sonst wird ja nichts fertig. So, ne? Und es ist aber im Teststrick tatsächlich so, wenn ich dann ein Foto poste, von wegen hier meine Passform, meistens haben die Kinder dann noch irgendwas anderes dazu an, eben die Mütze auf oder weil ich dann halt die Fotos schon fertig habe. Jetzt geht die Kamera wieder aus, Moment. So, weiter geht's, ne? Und dann kommt gleich, oh, und das kommt, gibt's dafür auch noch eine Anleitung und so, und das freut mich natürlich sehr. Aber es ist auch so ein bisschen Stress, weil ich denke, oh Gott, wann soll ich denn das noch machen? Ich habe doch noch so viel auf dem Zettel und ich habe so viele Ideen und ja, man muss sich da so ein bisschen eine Struktur machen. Da habe ich jetzt mit angefangen, deswegen habe ich mir ein Skizzenbuch zugelegt. Kann ich euch, wenn ich Zeit habe oder wenn wir nicht zu lange brauchen, nachher auch nochmal zeigen, wie ich das ungefähr. Aber das ist auch noch nicht fertig. Da sind wirklich erstmal nur Skizzen drin, noch gar keine Notizen, weil ich hier auch irgendwie zu nichts komme. Im Moment weiß ich gar nicht, wohin mit der ganzen Zeit. Jetzt habe ich auf einmal so viel Zeit, weil ich jetzt im Urlaub zu Hause bin. Die Kinder sind nicht da. Und ich habe jeden Tag Angst, dass die Tagesmutter oder die Kita anrufen, wegen, hol dein Kind ab, das hat Schnupfen oder so. Jetzt ist die Waschmaschine fertig. Und ich dann wieder nichts schaffe. Deswegen versuche ich so viel wie möglich immer in diese Zeit, wo keiner hier ist, zu stopfen. Weil wie gesagt, wenn der Mann nächste Woche Homeoffice hat, dann bin ich auch wieder eingeschränkt. Dann kann ich zumindest nicht nähen im Schlafzimmer. Weil meine Nähecke hier, meine Arbeitsecke ist im Schlafzimmer. Sein Homeoffice-Platz aber auch. Kann ich, weil ich gucke dann ja gerne Serien dazu, wenn ich nähe. Ne? Im Moment habe ich jetzt gerade angefangen, You auf Netflix, sehr geil. Da spielt ja hier der eine von, wie heißt es, Gossip Girl mit hier, der, genau, Hauptdarsteller da. Und die ist schon heftig. Schon nicht schlecht, aber spannend. So, ich bin jetzt bei Folge 3. So, Walking Dead müsste ich auch nochmal weiter gucken. Kann ich auch nur tagsüber gucken, weil die Große kommt momentan gerne rüber abends und das ist natürlich doof, wenn die denn da so eine Zombie-Visage sieht, ne? Deswegen traue ich mich das immer nicht abends zu gucken. Und ja, also muss ich das dann auch tagsüber. Aber ich warte erst bis die 10. Staffel, dann kommt nee, die 11., ne? Ist das die 11. jetzt? Die letzte Staffel, die finale Staffel, ne? Bei Disney Plus ist die ja drinne
Und da warte ich aber, bis sie vollständig ist. Ich mag das immer nicht, wenn die mittendrin aufhört und ich ewig lange warten muss. Ich warte, bis sie ganz drin ist. Bin ja Negan-Fan, ne? Ja. Das war so. Naja, auf jeden Fall, so, egal. Das war der. Den trägt das Äffchen auch sehr, sehr gerne. Ich bin so glücklich, dass sie so gerne Wollsachen trägt, ne? Ehrlich. Ja. Genau, das war das. Und dann habe ich noch einen gestrickt, den habt ihr bei Instagram noch nicht gesehen, den muss ich nämlich auch noch fotografieren. Das werde ich jetzt am Wochenende machen. Den will das Äffchen nämlich auch mal schon anziehen, die zieht sich den immer schon raus. Das ist dieser hier. Ist das nicht eine geile Farbe? Oh, ich bin so verliebt in dieses Teil und der ist so weich, ne? Oh, ist der weich. Das ist auch aus der Cool Wool von Lana Grossa und das ist so ein Goldgelb. Es ist so irre. Ich bin so verliebt in diesen Pullover. Und den kann vor allen Dingen auch der Wikinger später anziehen, weil der geht ja, die Farbe geht ja auch super für Jungs, ne? Und dann habe ich den jetzt, ich glaube, letzte Woche fertig gestrickt. Und das Äffchen kommt immer schon, oh, ich möchte den neuen Pullover anziehen. Und dann sage ich so, ja, aber diesmal hätte ich den gern ohne Fruchtzweckflecken. Deswegen warten wir nochmal, dass ich den jetzt, weil wenn ich die jetzt aus der Kita abhole, dann ist es halt immer schon irgendwie so dunkel und schummrig abends. Da kann ich nicht so schöne Bilder machen. Draußen würde noch gehen, aber im Moment ist es so kalt hier, wo ich die Kinder dann auch nicht unbedingt im Pullover rausjagen möchte. Ich meine, in Wollsachen geht es immer noch, ne? Da frieren die nicht so doll drinne, aber die ziehen ja hier nicht unbedingt noch ein Langarmshirt runter, sondern eben nur ein Unterhemd. Das heißt, es müssten dann schon wenigstens 10 Grad sein und Sonne, weil die Sonne dann ja wärmt. Dann würde ich das machen, wenn ich selber ohne Jacke rausgehen würde, ne? Also wenn ich selber das Bedürfnis habe, eine Jacke, ich sage immer so, also ich schicke meine Kinder, ich mache nur draußen Bilder mit den Kindern, so in Sachen ohne Jacke, sag ich mal, wenn ich selber nicht das Bedürfnis habe, eine Jacke anzuziehen. Wenn ich selber friere, dann mache ich das nicht, dann mache ich drinne Bilder, ne? Also ich habe hier so im Wohnzimmer eine kleine Ecke. Es ist immer die gleiche Ecke, es ist immer die gleiche Kulisse, aber ganz ehrlich, das kann ich wenigstens nach der Kita machen. Dann baue ich da so ein bisschen was hin, was optisch passt und spiele mit den Kindern Stopptanz oder 1, 2, 3 im Sauseschritt, da freut die sich immer einen Keks, sie findet das total gut. Tanzt denn da rum, deswegen sind die Posen auch meistens gleich, ne? Aber es ist dann halt so, wo ich so sage, es sind halt Kinder und die sollen da Spaß dran haben. Und wenn sie da keinen Spaß dran haben, dann mache ich das eben auch nicht. Dann gibt es ein Flatlay so, ne? Und von daher ist es mir dann auch völlig wurscht. Ich durfte mir zwischendurch schon anhören, ne? Von wegen, die Bilder sehen ja immer gleich aus und immer die gleiche Kulisse. Ja, ich bin auch nur eine Mutti, die das irgendwie alles irgendwie nach der Arbeit und alles schaffen muss. Und von daher mache ich das so, wie es passt und wie es mir gefällt. Und mir gefallen die Indoor-Bilder so. Und mir gefallen auch meine Outdoor-Bilder, aber die sind eben eingeschränkt, weil je nachdem, wie das Wetter ist, ne? So, aber in diesem Pullover bin ich sehr verliebt. Ich muss nochmal gucken, was ich ihr... Ich habe dazu was genäht noch. Ich muss mal gucken, ob die Hose da gut so aussieht. Ansonsten kriegst du da eine normale Jeans zu an. Genau, und das habe ich gesponsert bekommen von... Buntspecht Wollnest, die sind ja jetzt auch ganz neu im Wollgeschäft, sag ich mal. Die haben vorher auch nur Stoffe vertrieben und jetzt haben sie eben auch Lana Grossa im Sortiment. Und mit denen habe ich dann auch eine kleine Kooperation. Das ist ja so das Schöne, dass man so gerade auch so kleine Kooperationen, finde ich immer eigentlich sehr schön, ne? Weil es halt eine gegenseitige Unterstützung ist und ja, man bewirbt sich gegenseitig, sag ich mal. Das hilft einem ja auch gegenseitig und genau, und es hilft mir natürlich auch so ein bisschen in der Entwicklung und in der Umsetzung. So, genau, und das ist so der. Und dann zeige ich euch direkt nochmal dazu, was ich dazu genäht habe, weil den Stoff habe ich auch bekommen vom Buntspecht Wollnest. Habe ich gestern genäht. Ich bin so glücklich, dass ich endlich mal wieder genäht habe. Na, und da habe ich dann einmal diese Hose zugenäht für das Äffchen. Aus dem, das ist ein Jersey in so leichter Jeans-Optik. Kann man das sehen? Ich weiß jetzt gar nicht. Das ist so ein, Schokobraun ist es nicht, aber es ist ein Braun auf jeden Fall. Und genau, das ist die Chilla, das Chilla-Ding von Four Chapter, von Franzi. Wird vorne im Bruch zugeschnitten, ne, hinten zusammengenäht. Ich habe das nochmal abgesteckt, weil das einfach nochmal stabiler, das stabilisiert nochmal, wenn man das nochmal absteppt. Ne? Weil normalerweise ist es ja so, wenn man das mit der Overlock zusammennäht, gerade so im Schritt und am Popo, so wenn es dann durch den Windelpopo, dann sieht man oft diese
das Garn rauskommen von der Overlocknaht. Ne? Und wenn man es aber nochmal absteppt, dann ist das einfach nochmal stabiler und es ist robuster. Die Kinder können dann auf mit dem Popo über den Fußboden rutschen und alles und da passiert nicht so viel, als wenn man es nicht abgesteppt hat. Ich habe das früher nicht gemacht und musste ständig nochmal drüber nähen mit der Overlocknaht, weil halt natürlich sich irgendwann kleine Löcher bilden im Schritt und auch wenn man so einen Zwickel unten im Schritt hat oder so bei den Babys und das ist halt... Oh, das hat mich immer so genervt, das sah halt auch nicht so schön aus. Und ja, irgendwann habe ich dann bei einer Freundin, Marpetijou heißt sie jetzt, bei Jules gesehen, dass sie das, und auch bei Franzi, die macht das auch von 4Chapter, dass das halt tatsächlich auch was bringt, wenn man es absteppt. Ich so, kann man ja machen, ne? Sieht auch nochmal ordentlicher aus. So, und dazu, fand ich auch diesen Stoff so süß. Na, hier mit so einer kleinen Lusche dran. Den habe ich, wie gesagt, zu dieser Hose dazu bekommen. Also zu diesem Stoff dazu. Dazu habe ich auch noch dieses hier bekommen. Das wird gehämmert. Besser als Born, ne? Das ist so ein Strick-Sweat. Genau, und ich finde, der passt hier halt auch so richtig geil zu. Aber den werde ich für den kleinen Wikinger vernähen. Ich habe hiervon noch einen Rest über. Das wird auch für den kleinen Wikinger genäht. Genau, und das hier ist das Wartding von 4Chapter. Das mag ich auch unheimlich gerne. Das ist eigentlich ein Hoodie-Schnitt. Da kommt hier noch eine Kapuze dran. Und ich nähe das aber gerne auch ohne Kapuze, einfach als Shirt, weil das Äffchen mag das so auch super gerne anziehen. Es ist halt oversizig, ne? Das mag ich halt auch sehr. Ne? Hier mit diesen überschnittenen Ärmeln. Es ist mega schnell genäht. Hier die Rüsche unten, die ist halt nochmal so ein Highlight, ne? Und das ist jetzt eigentlich ja, näht man den ja aus Sommersweat oder aus dickem Sweat und ich habe den jetzt halt aus Jersey, ne? Kann man auch. Und wie gesagt, das Bündchen, das habe ich mir halt selber ausgemessen, wie das drauf passt. Das ist in der Anleitung nicht mit drin, weil da ja eigentlich eine Kapuze drauf kommt, ne? Aber geht auch super. So, da freue ich mich sehr, dass ich endlich mal wieder genäht habe. Aber ich habe noch einen Rest über für den kleinen Wikinger, das schauen wir mal. Und wie gesagt, ich habe dann überlegt, ich muss mal gucken, ob das passt. Aber ich denke schon, ne? Das passt farblich ganz gut, glaube ich. Oder? Ja, mal gucken. Ich werde dir das einfach mal anziehen und dann mal gucken, ob das so gut zusammen ausschaut. Ansonsten kriegt sie da eine schlichte Jeans an. Schauen wir mal. So. Genau, den muss ich noch fotografieren. Was habe ich noch fertig? Ja. Nee, Moment. Wir waren beim Korngänser. Das heißt, ich mache das jetzt nicht strukturiert. Ich mache das wieder chaotisch, denn... Also ich mixe fertige Sachen und Wips, weil sonst wird das durcheinander viel... mehr durcheinander, als wenn ich das jetzt anders mache. Denn der Teststrick ist ja noch mittendrin. Und ich habe natürlich auch einen Korngänser auf den Nadeln. Brauche ich mal einen Spiegel. Und zwar aus dem Originalgarn. Ne? Weil das ist ja für die Kollektion, für BC-Garn. Für das Similar Gods. So. Und die anderen, die ich jetzt schon fertig hatte, die sind natürlich jetzt aus einem anderen Garn. Aber ich möchte ja bei der Veröffentlichung natürlich auch das richtige Garn zeigen. So. Und da bin ich jetzt, habe ich den auf die Nadeln in Größe 140 für mein Zieglein, für die Große. Sie hat nämlich gesagt, sie findet den cool. Sie findet auch das, die Farben total schön. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann stricke ich dir den in Groß einmal, ne? So, da fehlen jetzt halt natürlich noch die Ärmel und hier unten muss ich jetzt nur noch einen Mustersatz stricken, dann kommt das Bündchen. Na, und das ist einmal die Farbe Off-White und einmal Pfirsich. Und ich habe praktisch jetzt immer zwei Ehrenmuster, praktisch so einen Mustersatz mit zwei Ehrenmustern und dann wechsle ich die Farbe, dass das schön einheitlich ist. Das gefällt mir unheimlich gut. Die Wolle lässt sich richtig gut verstricken, vor allen Dingen mit den... jetzt bin ich hier gerade so dunkel... Vor allen Dingen mit den Adi-Olivenholznadeln. Da finde ich das Seil nicht so geil. Da habe ich aber gerade gesehen bei Frau Heiter bis Wollig bzw. Voluminal, dass man, wenn das Seil sich so doll verknotet bzw. so
scheiße geworden ist nach vielem Stricken, dass man das nur durch heißes Wasser ziehen muss. Das ist natürlich ein geiler Tipp. Ich habe es noch nicht ausprobiert, noch komme ich mit denen. Ich habe zwischendurch zwar gemerkt, dass sie irgendwie so doof schon verknickt sind und so, aber das ist ganz cool, diesen Tipp zu kennen. Danke, Diana, für diesen Tipp. Sehr schön. Werde ich definitiv ausprobieren, weil die Nadeln einfach unheimlich gut sind. Also die sind wirklich richtig, richtig toll. Die sind schön spitz. Die so ziemlich jede Wolle, die ich bisher damit verstrickt habe, geht auch unheimlich gut über die Nadeln rüber. Die sind von der, wie heißt das, Spitzheit? Also die spitze Nadel ist fast so krass wie bei Chiagu und bei Haya Haya, finde ich. Also ich habe mir da auch schon Löcher mit reingepikst, weil ich bin ja so ein Schieber. Ich schiebe die Maschen ja immer rüber, aber mein Gott, dann ist das halt so, ne? Mann, ich habe zwei Kinder bekommen, da kann ich auch so ein paar Löcher an den Fingern ab, ne? So, auf jeden Fall, genau, da bin ich gerade voll dabei und der macht unheimlich Spaß. Ich hoffe, ich kriege den jetzt diese Woche noch fertig. Und beim Stricken sieht das Maschenbild noch nicht so schön aus. Ne, das sieht noch sehr uneben aus, aber ich weiß, dass das nach dem Baden weg ist und richtig einheitlich ist. Das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Ich habe nämlich auch schon ein fertiges Teil aus dieser Wolle. Und ja, sitzt dann unheimlich gut, denke ich. Da bin ich gespannt, wie das Zicklein darin aussehen wird. Und da habe ich überlegt, werde ich ihren Rock zu nähen. Ne? So richtig schön, so ein Pullover und dann so einen schönen Rock dazu mit so richtig schönen Taschen und vielleicht Knöpfe dran oder so. Muss ich mal gucken. Oder sie zieht auch eine einfache Hose dazu an. Sie hat auch eine Hose, die farblich passen würde tatsächlich. Und sie trägt momentan unheimlich gerne Latzhosen. Die kann sie natürlich auch geil darunter tragen. Ne? Ja, mal gucken. Bin ich mal gespannt. Ich kann euch nochmal die Similla zeigen. Lass mal hier rauf. Ich nehme aber ein Bündchen. Es ist jetzt zwar eine andere Farbe. Also ich habe schon einige Farben davon hier, weil ich halt einfach natürlich ausprobiere. Ne? Also ich habe ja praktisch mich mit Britta geeinigt, welche Kleidungsstücke in die Kollektion kommen. Wir haben uns auch schon so ein Farbschema überlegt. Und aber ich habe dann halt schon ordentlich Wolle hier in verschiedenen Farben, einfach um schon Maschenproben zu stricken, hin und her zu probieren, zu mixen. Und das zeige ich euch gleich auch nochmal. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier nochmal eine ganz andere Farbe. Das ist jetzt hier dieses Jeansblau. Das habe ich für den kleinen Wikinger bestellt, für die Babykollektion. Und na, wenn man die Hand dahinter macht, soll das doch eigentlich gehen, ne? Autofokus, Gesicht weg. So, da ist sie. Ne? Das ist so ein bisschen perlverzwirnt, glaube ich. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so eine Heizwiste, ist natürlich ein bisschen dicker. Die hat eine angesetzte Maschenprobe von 22. Das kommt auch recht gut hin, wobei ich auf eine 24 komme. Meine Anleitungen sind auch alle mit einer Maschenprobe von 24 berechnet. Und die hat 160 Meter auf 50 Gramm, ist angesetzt mit einer Nadelstärke 3 bis 4. Das kommt auch hin. Und die Zusammensetzung sind, ich glaube, das ist 100% Wolle. Ja, 100% Wolle, genau. Und die ist Gotts zertifiziert, mulesingenfrei. Und ja, finde ich sehr gut. Und die ist Waschmaschine geeignet. Genau. 30 Grad, ne? Wollwaschgarn, genau. Würde ich zwar selber trotzdem nicht machen, weil ich einfach auch schon oft Pech hatte, weil ich glaube, bei uns ist der Schleudergang irgendwie zu hoch gestellt. So gut kenne ich unsere Waschmaschine denn auch nicht. Wie das, also so die Standardgänge, ja. Aber ich bin da schon zwei, dreimal echt auf die Nase gefallen mit unserer Waschmaschine, mit dem Wollwaschgang. Deswegen mache ich das alles per Hand. Meistens wasche ich die Stricksachen sowieso gar nicht, außer die Socken. Weil man das halt so den Dreck da oben drauf ist halt gut rausbürsten kann. Und dann reicht es, wenn man die einmal mit Wasser absprüht oder lüftet oder so. Und dann nochmal trocken legt und in Form legt oder so. Ich meine, wenn da jetzt wirklich mal so ein Riesen, wenn ein Kind sich erbricht oder was, oder wenn da wirklich mal so, was weiß ich, so mega Milch einmal komplett drüber läuft oder so, dann würde ich das natürlich einmal in Wasserbad legen mit Wollwaschmittel. Aber so kleine Flecken, weil das ist ja das Schöne an Wolle, dass die inneren Fasern immer geschützt sind. Ne? Deswegen kann man das ja theoretisch, bestimmte Wolle kann man ja sogar bei Regen draußen anziehen, ne? Weil das halt einfach nicht in die inneren Fasern kommt. Und dadurch ist die Wolle halt echt richtig gut geschützt. Und deswegen kann man Dreck auch richtig gut rausbürsten immer. Ich muss mir noch so eine Bürste besorgen. Ich weiß, da gibt es so eine Wollwunder- oder Wollzauberbürste. Gerade für die Wallwalk-Sachen auch. Also richtig gut. Ich bin, wie gesagt, absoluter Verfechter für Wollkleidung inzwischen. Früher ja nicht so, inzwischen schon. Genau, das ist die Wolle auf jeden Fall, für die ich die Kollektion mache.
werde euch, glaube ich, nachher auch nochmal erzählen, so ein bisschen, wie die Kollektion aussehen wird. So, dann geht es jetzt weiter. Dann habe ich jetzt parallel schon zu dem Korngänser, weil das ein schnelles Projekt ist, in die Kollektion soll halt auch ein Stirnband mit rein. Und da habe ich zwei verschiedene jetzt ausprobiert und gestrickt. Und ich habe auch da mit der Maschenprobe mal geguckt. Ich hatte die angeschlagen, wieder aufgetrennt, was mir nicht gefallen hat. Ich hatte angefangen, das Stirnband mit der Similar Gods halt einfädig zu stricken. Und da soll ja auch dieses Ehrenmuster rein. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil es halt einfach zu dünn ist, zu labberig ist und halt auch überhaupt nicht wärmt. Na, und da habe ich gedacht, wie machst du das jetzt? Da soll ja jetzt auch ein Stirnband rein und eine Mütze soll ja auch noch kommen und Fäustlinge eigentlich auch. Ja, und dann habe ich die einfach doppelt genommen und die Maschenprobe hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich die halt angeschlagen und auch das gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt zwei verschiedene Versionen der Stirnbänder, die habe ich direkt in die Korngänsergruppe und in die Kornhanska-Gruppe mit reingepackt, dass die Leute da einfach mal loslegen können, wenn sie Bock haben. Weil das halt wirklich, also das Stirnband, das ist in 3 Stunden gestrickt. Also ich habe das mit Nadelstärke 4 gestrickt, das hat eine Maschenprobe von 18 bis 19 irgendwie so. Und weil halt dann die Similar Gods doppelt genommen wird. Und das ist einmal eine ganz schlichte Version. Hier habe ich einmal die Farbe Altrosa genommen und Beige gemischt, sodass das so meliert aussieht. Kann man das hier gut sehen? Kann man jetzt hier gar nicht so gut sehen, ne? Doch, jetzt, ne? Und das finde ich halt auch richtig schön. Außen halt so ein Perlrand, ne? Quatsch, Kreuz-Rechtsrand. So, und das ist halt das ganz Schlichte so, wenn man kein Trara mag. Und das habe ich halt, ich stricke ja eigentlich in der Magic Loop, aber dieses geht tatsächlich richtig super auf ein Nadelspiel mit 2 Nadeln. Kann man so halt in Reihen super wegstricken. Und dann die zweite Version, die habe ich jetzt nur in Altrosa gestrickt. Die ist mit, wie heißt das, Zwickel oder Twist? Ich weiß das immer nicht, ne? Ich bin ja eigentlich nicht so der Stirnbandträger. Aber ich weiß, dass viele von euch die ja super gerne mögen. Ich trage eher Mützen. Na? Genau, da kommt der dann vorne drauf. Das ist jetzt halt nur die... Warum gehst du schon wieder aus hier? Ich rede jetzt schon 1 Stunde. Oh Gott, ich habe noch so viel zu zeigen. Ich glaube, es wird ein langer Podcast, ich habe es ja gesagt. Ich rede schon so schnell extra. Genau, da kommt vorne dieser Twist dran. Ich mache nochmal aus, Moment.